pfeilschnelle Athleten. Ich hab mal die Second Sound betreut auf dem Ring, ringfrei zur ersten Runde. Kennengelernt. Seien Sie gespannt. Kick. Oh, ein schöner Takedown-Eingang. Sofort das Double-Leg geschnappt und hier zu Boden gebracht. Jetzt ist genau das passiert, was Yunus Emre Gencic mir vorher gesagt hat, als wir uns über diesen anstehenden Kampf unterhalten haben. Er hat gesagt, also ich will den Bodenkampf vermeiden. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Yunus hat wenigstens jetzt den Vorteil, dass er in der Ecke von seinem Team ist. Er hat auch sofort, als der Takedown eingeleitet wurde, hat er hier zu seinem Trainer rübergeschaut und genickt. Was ist jetzt passiert? Ich glaube aber da am Griff, glaube ich, ins Gitter hinten rein. Sehr schön gemacht hier von Mahdi. Macht sich schwer auf Yunus. Lässt ihn sein ganzes Gewicht spüren. Hält ihn auch hier mit der rechten Hand, hält er seinen unteren Arm fest. So kann Yunus sich nicht mehr aufrichten. Jetzt hat er ihn verloren. Ja, aber er blockiert trotzdem den Rücken, dass er sich nicht wegdrehen kann. Und setzt jetzt selber mit der linken knallhart oben drüber. Mahdi Saddiqi. Und Yunus macht jetzt immer eins, wenn die linke angefeuert kommt von Saddiqi, dann versucht er wegzupendeln. Ganz klappt das natürlich nicht. Da hat er es gut hingewonnen und dann erwischt sie nicht mit voller Wucht. Mahdi macht einen wunderbaren Job hier, seinen Gegner am Boden zu kontrollieren. Keinen Zentimeter hier zu lassen. Ab und zu kommt von Yunus mal eine Hand, aber er schlägt nur von unten. Das sind keine effektiven Schläge. Das ist mehr ein Anklopfen als ein Schlagen. Ja, genau. Klopf, klopf. Bist du noch da? Saddiqi aber schiebt immer nach. Immer wenn Yunus versucht, sich ein bisschen wegzubewegen von ihm, rückt er auf jeden Fall nach. Ja. Hält diese Position und bringt diese linke. Das waren garantiert schon 10 Treffer, die er damit gelandet hat in dieser Bodenposition. Es ist nur schwierig hier für Mahdi hier Treffer zu landen, weil Yunus immer noch seine Hände zum Verteidigen hat. Yunus kämpft hier mit seinen Händen gegen die Hände von Mahdi. So, Mahdi oben drauf lässt den Kopf immer auf der Brust von Yunus. Sollte er vielleicht sich lösen, eher aufrichten? Das kann er machen, allerdings ist dann auch wiederum die Gefahr, dass er dann das Gewicht wegnimmt von seinem Gegner und der wiederum jetzt wie hier zum Beispiel die Möglichkeit nutzt, um aufzustehen. So, und der kriegt ziemlich klar, lautstark gebrüllt die Anweisung von seinem Trainer, von Kai Heise. Steh auf, Yunus Emre Gencic, der muss hoch, der muss vom Boden hoch. Das ist die Position, die er nicht liebt und die ihm auch nicht liegt. Und das merkt man. Na, die macht das hier jetzt sehr präzise wie ein Chirurg. Hält ihn hier fest. Ist jetzt nicht spektakulär, aber er hält die Kontrolle. Er macht quasi den Kampf. Er bringt immer wieder Schläge ins Ziel und Yunus, auch wenn er hier keine harten Treffer nimmt, ist dem ausgeliefert. Ja, man merkt Gencic an, da im Bodenkampf, da fehlen ihm jetzt gerade die Mittel. Ja, er bringt nicht das Knie vor den Körper, er versucht nicht seinen Hintern herauszubewegen. Jetzt versucht das mal, jetzt versucht er hochzukommen, aber dann wird er sofort wieder abgefangen. Mahdi fängt ihn sofort wieder ab und das ist jetzt die letzte Minute in dieser ersten Runde. So, Saddiqi versucht ihn wegzuziehen vom Cage, vom Zaun. Will jetzt wahrscheinlich noch mal ein paar Akzente setzen in der ersten Runde. Aber die geht wohl klar 10-0 an den Afghani. Jetzt noch 30 Sekunden garantiert, kriegt er gleich nochmal eine Anweisung, noch ein bisschen aufzudrehen. Mahdi Saddiqi, um die Runde dann wirklich ganz sicher auf dem Punktzettel nach Hause zu bringen. Was er sehr gut macht, ist, wann immer hier Yunus hier die rechte Hand aufstellt, greift Mahdi sich diese Hand und zieht sie weg.
Er zieht sie weg und macht sich schwer und damit kollabiert Yunus und liegt damit immer wieder auf dem Rücken. Ende der ersten Runde. Eine klare erste Runde für Mahdi Saddiqi. Und Yunus Emre Gencic, ich glaube, der fordert er auf, dass er angefeuert wird, weil der braucht Unterstützung. Ja, das war keine hochgefährliche Situation die ganze Zeit für Gencic. Er konnte selbst immer so ein bisschen hier stören. Aber Saddiqi hat die ganze Zeit ihn kontrolliert. Vielleicht. Ein Frei, Runde 2, Second Round. Und schon wieder der Takedown. Gencic wollte scheinbar Bewegung mehr machen, ja. Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt sein Mittel findet, um hochzukommen. Ansonsten haben wir das gleiche Spiel wie in der ersten Runde. Ja, Saddiqi hat das Mittel gefunden, das Probates, um Gencic hier zu bestimmen, wo es lang geht. Bringt ihn zu Boden, blockiert seinen Arm. Immer wieder holt er sich den Arm, macht ihn flach, steigt jetzt rüber, kommt in eine super Position rein, um zu schlagen. Wenn er mit dem Schienbein, mit seinem linken Schienbein hier über den rechten Arm schlittert, hat er quasi die Möglichkeit, jetzt mit seinem linken Arm zu schlagen. Und Yunus kann dem wenig entgegensetzen. So, und da im Hintergrund. Oh, jetzt versucht er es zu drehen. Und kommt er hoch. Schön, jetzt muss er aufpassen, dass er den Kampf im Stehen behalten kann. Aber wird hier wieder zu Boden gebracht. So, Mahdi, Mahdi waren da gerade schon die Sprechchöre im Hintergrund zu hören. So, wir sitzen direkt neben der Ecke von Mahdi Saddiqi. Das ist wahrscheinlich mitzukriegen. Wir könnten vielleicht das Headset rübergeben, dann könnte man genau die Anweisung hören, die Benny Schotthöfer reinbrüllt. Aber sein Mann, der macht es gut. Er hält sich genau an die Marschroute, die vorgegeben ist. Schotthöfer, der Headcoach von Munich MMA. Selber erfolgreicher MMA-Kämpfer und auch erfolgreicher Jiu-Jitsu-Wettkämpfer. Auf Europa- und Weltmeisterschaften schon gezeigt, was er kann. War schön zu sehen, ist, dass Saddiqi hier nicht überpaced, nicht versucht, ganz, ganz schnell den Kampf zu beenden. Er riskiert nichts und Yunus fehlt einfach das technische. Fehlen die technischen Mittel, um sich hier nach oben zu kämpfen. Ja, der kann sich versuchen, nur wegzuschieben oder hier dann eben eng an den Gegner ranzuziehen, um seine Aktionen von Anfang an im Keim zu ersticken, sodass Saddiqi nicht schlagen kann. Genau dasselbe Spiel wie in der ersten Runde. Ja, es zieht sich auch durch diese zweite Runde. Es war aber auch erwartbar. Es war nur am Anfang, die ersten Sekunden, da hat man gesehen, dass Gencic ein bisschen tänzelte, brachte den Kick. Und das wirkte so, als wenn er verstanden hätte, er muss rückwärts gehen, er darf ihn gar nicht ranlassen. Aber dann hat Saddiqi natürlich sofort zugepackt und zwingt ihm wieder genau diesen Stil auf. Zwingt ihm genau diesen Kampfverlauf, diesen Rundenverlauf auf. Er arbeitet stetig, er arbeitet konzentriert, er kontrolliert das Ganze, ohne in irgendeiner Art und Weise Hektik zu entwickeln. Und vor allem Gencic muss ihn ja auch die ganze Zeit tragen, er liegt ja permanent auf ihm drauf. Genau, ja. Und Mahdi riskiert ja auch nichts, wird ja nicht hart getroffen, macht ja nicht weit auf.
ab und zu, dann kommt er kurz hoch, dann versucht er selber schnell zwei, drei Hände ins Ziel zu bringen und dann zieht er sich selbst wieder ran an Gendžić. So, jetzt bekommt Yunus seine Sprechchöre. Auch die haben aus Potsdam im ganzen Bus hier angefahren mit Leuten. Und jetzt richtet sich Sadiki hoch. Ja. Na, die legt los. Und nochmal hoch, wahrscheinlich das Schlussfeuerwerk dieser zweiten Runde. Die Runde, die bringt er sicher nach Ende Hause. Ende der zweiten Runde. Madi Sadeki. Es mangelt Yunus nicht an Kondition. Er steht sofort wieder da wie eine Eins. Ja, aber er merkt, dass er den Kampf so nicht gestalten kann. Aber er merkt selber auch, dass er keine Möglichkeit findet, eigene Akzente zu setzen, weil er permanent in dieser Rückenlage ist. Weil er permanent gedrückt, geschoben wird. Wenn er noch was erreichen will, Yunus Emre Gendžić, der hier unten liegt, dann muss er in dieser dritten Runde im Stand bleiben, dann muss er seinen Gegner auf Entfernung halten. Ringfight zur dritten Runde, Third Round. Und es geht in die letzte Runde rein und Yunus kommt hier mit einer weit geschwungenen Rechten. Sucht sich sofort wieder hier den Clinch und den Takedown. Und schon ist es wieder passiert. Und ich glaube, wir können uns zurücklehnen und den Verlauf vielleicht, ohne große Propheten zu sein, so ein bisschen vorhersagen. Es sei denn, Gendžić explodiert hier, kriegt hier nochmal eine Möglichkeit, sich dieser Klammer zu entziehen. Ansonsten wird Madi Sadeki sein bewährtes Rezept weiter anwenden. Ja, Sadeki ist einfach abgebrüht, was das anbelangt. Also er wirkt jetzt auch auf mich nicht wie jemand, der jetzt nochmal ein Risiko eingehen würde. Ich denke, der möchte einfach hier den Kampf hier ordentlich beenden. Und wenn er jetzt diese Runde nur halb so gut gestaltet wie die letzten zwei Runden, dann gewinnt er hier mit 30 zu 27, jede Runde mit 10 zu 9, ganz klar. Ja, kann nur hoffen, dass er jetzt nicht übermütig wird und vielleicht noch hier den großen Glanz, den vorzeitigen Sieg haben will, weil ihn natürlich seine Fans anfeuern, weil ihn seine Ecke anfeuert. Da wird sich zeigen, ob er mit seinen 22 Jahren so abgeklärt ist, dass er sagt, ich bringe das einfach solide, sicher nach Hause. Und dann hätte Sadeki nämlich seinen Sieg hier auch schwarz auf weiß und dann ist er auch wieder ein Kandidat. Als Münchner, ich kündige es gern an, denn die Möglichkeit haben wir jetzt gerade hier für die Veranstaltung in München. 19. Februar 2022 ist es dann soweit in der kleinen Olympiahalle. Leider ja vor zwei Jahren ausgefallen, aber jetzt wird es dann hoffentlich nachgeholt nächstes Jahr. Und dann wäre Sadeki doch als Lokalmatador so ein richtiger, würdiger Kandidat dabei zu sein. So, da ist eine kleine blutende Wunde. Ich kann nicht genau erkennen, ob sie am Ellenbogen von Gendžić ist oder ob Sadeki vielleicht irgendwie einen kleinen Cut im Gesicht hat. Und er beherrscht den Gegner. Den Kopf immer ganz eng am Mann. Ja, bei Madi Sadeki ist so ein bisschen an der Nase, wahrscheinlich so ein kleiner Hautriss. Ein bisschen mehr als zwei Minuten sind noch auf der Uhr, die im Prinzip, wenn es so weitergeht, für Madi Sadeki abläuft. Und das möchte ich mal sehen. Das war eine starke Aktion. Oh, wo war das denn die letzten 13 Minuten? Ja, warum hat er sich nicht vorher schon in Herz genommen? Ja, er kann es ja anscheinend. Ich will das nicht, du kannst nicht finishen, aber ich will die Wahrheit. Hier oben,
Und Mali Sadeki hier wunderbar, richtig sicher in der Cross-Position. Macht hier weiter sein Ding. Ja, Notfani hat sogar Zeit, guckt sogar noch über Blickkontakt zu seiner Ecke. Vergewissert sich, jawohl, wir bleiben bei dieser Marschroute, bei unserer Kampftaktik. Neon Belly stellt das Knie auf den Bauch, um nochmal ein bisschen Distanz zu machen, um sich jetzt in die Mauern vielleicht noch hineinzuarbeiten. Schönes Ground and Pound jetzt hier. Schöne, effektive Schläge. Hier, Benedikt gibt die Anweisung, nimm die Mount. Soll also rübersteigen, dass er über der Hüfte ist. Und jetzt, Moment. Und die Guillotine. Ja. Mali versucht in die Guillotine reinzukommen, aber bringt ihr die Knie zum Kopf. Und bringt ihn gleich wieder runter. Auch das wieder clever gemacht. Hat die Guillotine probiert, hat gemerkt, es geht nicht auf. Und sofort Rückkehr zur altbewährten Taktik. 40 Sekunden jetzt hier noch. Was macht er jetzt? Winkt er da seinen Leuten zu? Was war das für eine Aktion? Nee, er hat irgendetwas hat er sich beschwert. Aber naja, der Gegner kann halt eben weiterschlagen, solange der Schiri den Kampf nicht unterbricht. Ist so gesehen alles erlaubt, was den Regeln entspricht. Die schlagen sich quasi hier die ganze Zeit in der Guard-Position. Da kann eigentlich die Arme schon hochheben. Der Kampf ist rum. Ende der dritten Runde. Ende des Kampfes. Und ich glaube, Yunus Emre Gencic, der weiß, er hat den Kampf einfach überstanden. Aber da kann er kein gutes Selbstbewusstsein, ne? Da kann er keinen Anspruch auf den Sieg anmelden. Also, dann hätte er hier ein bisschen was verschlafen in diesem Duell. Da, wunderbar. Sadeki merkt, die Guillotine klappt nicht. Also lege ich mir den Gegner wieder zurecht und mach so weiter wie in den Runden zuvor. Und dann hat er hier die letzten Sekunden noch sich die Zeit genommen aufzustehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Punkturteil. Die Judges waren sich einig. München sammelt den nächsten Punkt ein. Mali Sadeki. Und alles andere wäre ja auch eine riesen Überraschung gewesen. Er strahlt über das ganze Gesicht. Er hat es verdient, er hat es sich erarbeitet, er hat es sich erkämpft.